Mein heutiger Gast für die Folge war die Xenia und Xenia liebt es, zu reisen und außergewöhnliche Herausforderungen in ihrem Job anzunehmen. Hört euch die Folge an. Ich wünsche euch viel Spaß. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabi-Almani, Podcast لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Arme und wir machen heute neue Folge auf Deutsch mit einem sehr besonderen Gast. Heute habe ich die Xenia mitgebracht. Xenia ist also meine Vorgesetzten. Da wird richtig spannend. Aber wir haben eine Freundschaft daraus entwickelt. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Denn durch sie habe ich auch weitere tolle Menschen kennengelernt. Und obwohl sie, aber halt euch fest, zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt war und ich war ja 28 und über die Jahre haben wir uns besser intensiver kennengelernt und das ist für mich wirklich sehr, sehr, sehr schön gewesen, beziehungsweise ist. Und jetzt lasse ich sie einfach zu Wort kommen. Xenia, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hallo, ich bin Xenia, bin 25 Jahre alt, lebe in Düsseldorf und bin Studioleitung bei FitX in Duisburg-Rheinhausen. Ich freue mich riesig, dass es wirklich geklappt hat. Auf jeden Fall ein weiter Weg. Ja. Und was für mich wirklich sehr, sehr, sehr interessant ist, du hast auch ein sehr besonderes Hobby. Aber bevor wir zu deinem Hobby kommen, würde ich gerne über dein Arbeitsleben sprechen. Denn ich finde es wirklich besonders und bewunderswert, dass du quasi mit so jungem Alter schon in eine Leitungsposition gekommen bist. Kannst du mir aber, wenn wir so ein bisschen noch in deine Geschichte reinstöbern, ganz, ganz, ganz am Anfang, wie hast du dich für Fitness entschieden, als du die Ausbildung machen wolltest? Wie war das eigentlich für dich? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe 14 Jahre lang getanzt und dann war mir immer bewusst, okay, ich möchte irgendwas mit Sport machen. Und dann habe ich mit meiner Mama einfach mal gegoogelt, was es so gibt. Und dann sind wir auf den Job Sport- und Fitnesskauffrau gestoßen. Und den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht lange. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, dort erstmal ein Praktikum zu machen. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich meine Ausbildung. Und habe dann meine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht im kleinen Betrieb und bin dann zu FitX gekommen. Und was für Tanzrichtungen hast du getanzt, Xenia? Viele kennen das nicht, das ist so ein bisschen wie Hip-Hop. Und das war so für dich, dass du einfach gesagt hast, Bewegung gehört zu meinem Leben und ich möchte unbedingt was mit Bewegung machen? Oder wie? Genau. Also für mich war klar, dass ich nicht ins Büro möchte, sondern wirklich was mit Sport und mit anderen Menschen. Und wie war das eigentlich in der Ausbildung? Hast du dir jemals gedacht, als du in der Ausbildung noch, dass du irgendwann Studioleitung und über 20 Menschen führen würdest? Nee, auf keinen Fall. Also hätte ich wahrscheinlich nie gedacht. Wie war für dich aber in der Ausbildung so allgemein? Hast du dich so gut betreut gefühlt? Wie waren die Ausbilder zu dir, sowohl in der Schule als auch im Betrieb? Wie waren die 3 Jahre? Die Schule war super. Also das war echt richtig cool. Das war in Düsseldorf. Meine Ausbildung war durchwachsen. Ins Detail wäre vielleicht ein bisschen unfair, wenn ich da jetzt ins Detail irgendwas erzählen würde. Sie war durchwachsen. Gut, und danach hast du die Ausbildung abgeschlossen und wolltest du ins richtige Berufsleben einsteigen. Und dann bist du auf FitX eingestoßen. FitX ist eine Fitnesskette in Deutschland und hat über 80 Standorte, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ein Barrierchen her. Hattest du, als du da angefangen hast, einen Unterschied zu deinem ehemaligen Ausbildungsplatz gespürt? Ja, auf jeden Fall hat man einen Unterschied gemerkt. FitX hat einen ganz anders aufgenommen und ja, ermöglicht auf jeden Fall den Mitarbeitern aus sich hinaus zu wachsen und mega viel dazuzulernen. Also die unterstützen einen auf jeden Fall und Mitarbeitermotivation steht auf jeden Fall im Fokus und das war auf jeden Fall der deutliche Unterschied zu meiner Ausbildung auf jeden Fall. Cool, also das bedeutet, Xenia hat den Job auch angenommen und hat bei FitX angefangen und hat sich, glaube ich, sehr, sehr stark durchboxen wollen, um höhere Stellen auch in dem Betrieb zu erreichen. Und das ist ihr auch ziemlich gut gelungen, würde ich mal sagen. Würdest du uns bitte erzählen von dem Tag, wo du die Aussage gekriegt hast, Xenia, du wirst jetzt Studioleitung. Kannst du von diesem Tag
ein bisschen erzählen, weil ich finde es bin besonders. Das war nicht alles geplant, sondern aus der Not heraus. Wie war das? Da du dich ja darauf gar nicht so vorbereitet hast. Ja, also ich war auf jeden Fall überrumpelt. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, ein Jahr später erst tatsächlich Studienleitung zu werden. Und in dem Gespräch stand ich da und mir wurde auf einmal gesagt, ich soll jetzt die Studienleitung machen. Hat mich natürlich gefreut, dass Leute Potenzial in mich sehen und gesagt haben, okay, komm, die schafft das jetzt. Gerade auch so spontan. Und dann habe ich es einfach angenommen, habe mir gedacht, okay, probier es einfach mal aus. Ich finde auf jeden Fall krass, dass du einfach, obwohl, wie du sagtest, jetzt überrumpelt warst, trotzdem gesagt hast, okay, ich nehme die Herausforderung an und ich tue einfach mein Bestes und probiere einfach aus, ohne dass ich jetzt sage, okay, das ist mir alles unbekannt, Neuland, nee, mache ich bitte nicht. Nur, es gibt so eine interessante Frage, gerade wenn man in einem Betrieb gearbeitet hat als einfach ein normaler Mitarbeiter und auf einmal es von Mitarbeiter zu Vorgesetzten geworden ist. Und dann die Arbeitskollegen waren auf einmal Mitarbeiter geworden sind. Wie war das für dich eigentlich? Nicht nur für dich, sondern auch für die anderen Mitarbeiter. Haben die das auch wirklich realisiert? Und du auch? Ja, tatsächlich war das am Anfang ein wenig schwierig. Man musste auf jeden Fall seinen Weg irgendwie finden und gucken, okay, wie möchte man führen und wie möchte man, dass die Mitarbeiter einen wahrnehmen. Am Anfang war es auf jeden Fall holprig und man musste erstmal dazulernen und gucken, okay, gut, wie gehen vereinzelt die Mitarbeiter damit um, also dementsprechend jetzt die Mitarbeiter früher Kollegen, wie gehen die damit um, wie nehmen die dich wahr und wie nehmen die dich ernst? Und ja, das hat ein bisschen gedauert, aber man hat irgendwann seinen Weg gefunden, wie man die Mitarbeiter anpacken soll. Und ja, ich glaube, viele haben es relativ schnell realisiert, dass ich jetzt sozusagen deren Studienleitung bin und nicht mehr deren Arbeitskollegin. Aber man versucht natürlich gerade auch als Studienleitung immer noch im Team zu sein und dass die Leute trotzdem mit ihren privaten Problemen auf dich zukommen. Und den Weg muss man erstmal finden, aber ich denke, ich habe den jetzt relativ gut gefunden, den Grat zwischen Mitarbeiterin und Studienleitung. Ich bin ja trotzdem immer noch eine Mitarbeiterin wie vorher auch und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen auf jeden Fall. Ich finde, dass man mit der Zeit und allmählich sein Führungsziel irgendwann findet und dann damit quasi arbeitet und versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, manchmal spielen bestimmte Faktoren nicht mit einem mit, sozusagen, weil du warst ja sehr jung. Also du warst 23 Jahre alt und du hattest teilweise Mitarbeiter, Nachtwächter zum Beispiel bei uns machen, die sind über 60. Wie war die Ansprache für dich? Also kamst du dir nicht komisch vor, sprich Arbeitseinweisung erteilen? Wie war das für dich? Hast du direkt da wirklich das Gefühl, dass du dein Daseins als Studioleitung gewonnen hast von denen? Oder hat das auch ein bisschen gedauert? Wie war das in deinen Augen? Tatsächlich war das relativ einfach, muss ich gestehen. Also gerade in der Fitnessbranche ist das ja eh alles relativ lässig und per Du und dementsprechend ist das mir tatsächlich relativ einfach gefallen. Da muss ich gestehen, dass man mit Gleichaltrigen mehr Herausforderungen ab und zu hatte als mit etwas Älteren. Aber dementsprechend lief es auf jeden Fall gut. Oder läuft es gut immer noch. Ich finde auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man immer eine Kommunikationssprache findet und mit der man die ganze Zeit durchzieht, sodass diejenigen, die älter oder jünger sind, auch irgendwie mit ins Boot so geholt sich fühlen. Nur ich stelle mir das Ganze als Arme jetzt vor, wenn ich an deine Stelle wäre, das ist doch ein bisschen schwerer, als es so aussieht, ja. Und ich weiß nicht, ob ich die Stelle an deine Stelle damals vor 2 Jahren angenommen hätte. Gab es keinen Tiefpunkt in Xenia Laufbahn als Studioleitung? Ja, Tiefpunkte hat man, glaube ich, in seinem ganzen Leben. Aber daraus lernt man, gerade aus Fehlern lernt man. Und ja, ich hatte starke Menschen hinter mir, die an mich geglaubt haben. Und dementsprechend ist es dann natürlich noch einfacher, wenn man Rückendeckung bekommt und ja, Menschen an einen glauben. Ich finde es sowieso eine moralische Unterstützung und seelische Unterstützung immer gut. Und gerade wenn man so ein bisschen Zweifel im Bauch hat und sagt, ja doch, packe ich jetzt nicht mehr, ich gebe einfach auf. Und dann auf einmal merkt man, dass jemand von der Ecke einem sagt, nee, das schaffst du schon und das wird schon alles gut werden. Xenia, ich weiß aber, dass du jetzt, kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Arbeit und wechseln wir das Thema zu ein bisschen entspannten, aber auch
doch spannenden Bereich, und zwar dein Hobby. Ich weiß, dass du gerne reist, und zwar ein bisschen anders reist. Erzähl mal ein bisschen von, wie viele Länder hast du bis jetzt quasi besichtigt? Ja, tatsächlich reise ich sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Die Welt hat viele Länder zu bieten. Tatsächlich sind es aktuell, glaube ich, 23 oder 24. Ich habe tatsächlich auch eine Liste auf meinem Handy. Ja, leider durch Corona wurde das ein bisschen verschoben. Allerdings, wie gesagt, sind es, glaube ich, 23 oder 24 Länder. Tatsächlich auch mehr in der weiten Welt als hier in der Umgebung. Tatsächlich buchen wir nur den Flug und alles Weitere passiert spontan vor Ort, damit man auch einfach die Menschen und die Kultur und das Land einfach besser kennenlernen kann und flexibel ist und unabhängig ist und einfach von Stadt zu Stadt oder Land zu Land einfach reisen kann, ohne dass man irgendwie abhängig ist, an einem Ort 3 Wochen zu bleiben. Und tatsächlich gelingt uns das sehr, sehr gut. Wir reisen mit Rucksack und das macht sehr viel Spaß. Und ja, da haben wir ein gemeinsames Hobby auf jeden Fall gefunden. Ich weiß auch natürlich, dass du mit deinen Lebenspartnern das Ganze machst. Wie ihr das alles macht, so ganz spontan, auf spontane Basis in Ländern, in denen ihr euch gar nicht auskennt und sogar teilweise Mexiko, Afrika und ähnliches. Ich möchte von dir aber gerne wissen, von den 23 Ländern, die du jetzt quasi auf deiner Liste hast, wo war die spannendste und schönste Reise? Ja, das kann man gar nicht so konkret beantworten. Jedes Land hat irgendwie was anderes zu bieten. Dementsprechend könnte man auch gar kein Ranking machen, welches Land irgendwie am besten war, weil jedes Land irgendwie andere Facetten hat. Bei dem einen Land hast du mehr Stadt, wie zum Beispiel in Amerika. Und in Mexiko hast du halt wirklich nur Strände normalerweise und irgendwelche Zenoten. Aber tatsächlich das Land, was mich am meisten fasziniert hat und wo ich tatsächlich jetzt sofort wieder hinfliegen würde, wäre Kapstadt auf jeden Fall. Also Südafrika, das war so das Highlight tatsächlich, muss ich gestehen. Was hat dich genau da fasziniert? Ja, das Land hat auf jeden Fall viel zu bieten. Du hast halt Berge, Natur, du hast Wüste, du hast Strand. Also das ist wirklich, da findest du wirklich alles. Und ja, die Tierwelt ist natürlich krass. Es ist nicht so wie im Zoo, dass die Tiere eingesperrt sind, sondern du siehst die Tiere halt in ihrer natürlichen Basis sozusagen und wie die sich halt draußen entwickeln und leben. Und das ist schon faszinierend, die Tiere zu beobachten. Das war so auf jeden Fall das Highlight tatsächlich, dass wir mit Elefanten walken durften. Und das war so mein persönliches Highlight, weil Elefanten meine Lieblingstiere sind. Und diesen Tieren so nah zu sein, das ist schon echt krass und verwunderlich. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein Land, das sehr viel Armut prägt. Und das ist tatsächlich auch krass mit anzusehen, wie die Menschen dort halt leben, ne? Und das holt einen immer auf den Boden wieder zurück, dass wir aufhören sollten, so viel zu meckern, weil uns es in Deutschland sehr, sehr gut geht, was man jetzt auch in der Corona-Krise auf jeden Fall miterlebt. Und tatsächlich, wenn man so Reisen macht, wird das einem schon viel früher bewusst und holt einen immer wieder auf den Boden zurück, wie gut es einem geht. Und ja, das ist schon krass mit anzusehen, wie solche Menschen in diesen Townships oder Faleas leben. Also das ist schon wirklich krass. Also da kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut, wenn man sowas sieht. Finde ich auch auf jeden Fall, wenn ich als Flüchtling, als ich hier hinkam und ich schon durch die Flucht so viel Schlimmes erlebt habe sozusagen und ich auf einmal hier in Deutschland gelandet bin und dann die Guten, die Deutschland hier anbietet und dann gleichzeitig zu beobachten, wie die Menschen sich hierzulande leider Gottes beschweren, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass woanders auf der Welt besser gehen könnte. Von daher wirklich, wir sollten gerade hier die Menschen, die in Deutschland leben, zu schätzen wissen, wie uns hier in Deutschland gut geht. Und mir bleiben nur meine übliche 3 Fragen jetzt zu stellen. Von daher, Xenia, wie würdest du dich in 5 Worten beschreiben? Ja, 5 Eigenschaften ist schwierig. Muss auf jeden Fall etwas länger drüber nachdenken. Ich würde tatsächlich sagen, ehrlich, authentisch, organisiert, das auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Eigenschaft in dem Sinne. Für manche Freunde zwar nicht, wenn ich so organisiert bin, aber auf jeden Fall für die Arbeit hilft das. Jetzt hatte ich gerade 3. Dann auf jeden Fall abenteuerlustig und zuverlässig. Also ich bin auf jeden Fall immer pünktlich. Und wenn ich was sage, dann mache ich das auch.
Ja, genau, wie zum Beispiel unsere Verabredung zum Podcast machen, war auch genauso auf den Takt. 12.15 Uhr komme ich zu dir, ich habe eine Stunde, wir drehen die Folge und danach habe ich das, dies, jenes und so weiter. Also der Tag bei Xenia sieht immer durchgeplant aus und die hat gar keine Sekunde zu verlieren sozusagen. Finde ich gut, aber nicht immer, muss ich ehrlich gestehen. Meine Freunde finden das auch nicht immer gut. Zur zweiten Frage und zwar, Xenia, was würdest du deinem 10-jährigen Ich sagen? Egal ob das Lob ist, ob das einfach nur einen Rat, eine Empfehlung oder sonst was. Genieß das Leben. Wir haben nur das eine Leben, also mach das Beste daraus. Ja, das Leben ist schön und einfach positiv denken und wenn es irgendwelche Niederlagen gibt, einfach wieder aufstehen und das Beste raus machen und einfach glücklich sein und das schätzen, was man hat. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Der beste Spruch, den ich jemals gehört habe. Ja, tatsächlich habe ich den an der Raststätte in Kapstadt gefunden. Also ich hatte ihn schon öfters mal gehört, aber da hang er in ganz groß. Und er lautet, Reisen ist die einzige Sache, die man kauft und einen reicher macht. Tatsächlich würde ich das so unterschreiben. Da gibt's eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Also ich glaube, der Satz sagt alles und das lebe ich auf jeden Fall zu 100%. Interessant, habe ich noch nie gehört und macht teilweise Sinn. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du vorbeigeschaut hast. Xenia, hau einen Spruch raus an der ganzen Menschheit. Was würdest du aller Menschen auf dieser Erde sagen? Ja, vielen Dank, dass ich erstmal hier sein durfte. das Leben ist schön und denkt immer positiv. Ich habe mich richtig gefreut, dass die Xenia bei mir zu Gast war. Ich habe mal wieder was dazugelernt. Und ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch für den ganzen Support. Ihr seid der Hammer. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Peace. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.